endlich wieder Fußball, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir sitzt der Kollege Frank Buschmann. Jo, auch von meiner Seite hallo. Wir freuen uns auf ein hoffentlich tolles Spiel. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Augsburg gegen den FC Bayern. Es könnte ein spektakuläres Spiel heute werden, Buschi. Und wenn es so kommt, Wolf, dann liegt es vermutlich vor allem auch an den beiden herausragenden Akteuren auf den jeweiligen Seiten. Wir wissen doch, was das für klasse Jungs sind. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So gehen es die Bayern also heute an. Kurzer Blick auf die Formation, Buschi. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Gibt's auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei Stürmer. Buschi, der FC Augsburg unter Markus Weinzierl. Das war schon toll, ne? Auch wenn es zuletzt eher um das Thema Klassenerhalt ging. Der FCA International, das war natürlich ein großer Verdienst des Trainers. Also ich bin wirklich gespannt, ob sie den Umbruch packen. Leiten wird diese Begegnung Harald Schimmler. Das Spiel beginnt, die Bayern mit dem Anstoß. Thiago. Jetzt wird's gefährlich. Pass auf Ribéry. Cool. Thiago jetzt. Robben. Der Hackentrick hat nicht wie gewollt funktioniert. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt Ribéry. Abgefangen, gut gemacht. Ribéry über außen. Gut aufgepasst. Hunter. Und da verlieren sie den Ball. Cool. Und da gibt gleich mal einen Freistoß nach diesem Foul. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Die Defensive steht. Lewandowski. Wird's jetzt gefährlich? Jetzt haben sie den Ball. Fängt diesen Ball ab. Relativ hilflos, was sie da machen. Aber klar, bei diesem Druck gibt Einwurf. Und Hunter. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Die Chance zur Führung. Abseits von Hunter. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt Ribéry. Robert Lewandowski.
Dele. Dele Alli, die Riesenchance. Hunter macht das Tor und wir dürfen festhalten, es läuft bei ihm und Dele Alli. Hat der Trainer ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen, als er Alli geholt hat. Und Alex Hunter hier mit dem tollen Abschluss. Wieder mal vielversprechend, was der Junge hier zeigt. Er bringt alles, aber auch alles mit, um ein Star zu werden. War so zu erwarten, der FC Bayern führt's. Schmied. Ein guter Doppelpass. Das könnte die Chance werden. Katscher. Super dazwischen gegangen. Ribéry. Lewandowski. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Der Ball zu Hunter. Ah, die Flanke ist zu weit, da kommt keiner dran. Da holt er den Ball zurück. Sie hatten sich viel erhofft von diesem Duo, Alli und Hunter. Und es läuft auch richtig gut, oder? Ja, klasse Duo vorne im Sturm, gefährlich eingespielt. Ein guter Transfer. Robben jetzt auf Außen am Ball. Da kommt Arjen Robben. Und jetzt gibt es hier Eckball. Und da sehen wir das Tor von Alexander nochmal. Jetzt kommt die Ecke. Jo, und da ist der Angriff vorbei. Der Ball geht ins Tor aus und es gibt Abstoß. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ribéry. Lewandowski. Hunter. Schöne Aktion. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Eckball für die Bayern. Ecke Robben. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Kein gutes Zuspiel hier. Der geht ins Aus. Nun Arjen Robben. Schuss! Unglaublich! Was für eine Parade! Den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Schönes Zuspiel. Wird das eine Torchance? Knappe Pausenführung. Es steht 1:0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Und jetzt geht's hier weiter. Kuh. Das könnte gefährlich werden. Finn Bogason. Javi Martinez jetzt. Und Hunter. Da kommt der Pass. Steilpass findet Ribéry. Und jetzt die Chance. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Da steht die Abwehr sicher. Spielt den Ball direkt zurück. Kuh. Er zieht ab. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Das sieht man auch selten. Gleich 3 Wechsel auf einmal. Und jetzt Hunter mit dem Ball.
Lewandowski. Robert Lewandowski verfügt ja nicht nur über eine sehr, sehr feine Technik, sondern ist auch ein äußerst... Lewandowski! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Schauen wir doch mal drauf. Auf den Treffer vom FC Bayern. Eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Lewandowski, das Tor wollte er haben. Das hat man richtig gespürt. Steht da perfekt, die Flanke kommt gut und dann macht er das unnachahmlich. Da ist die Auswechslung, die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Ja, definitiv einer der besten Spieler auf dem Platz. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Dele. Ja, da ist Platz jetzt. Flanke auf Lewandowski. Das gibt Ecke. Ganz starker Auftritt bislang von Alexander. Er ist immer wieder enorm gefährlich und hat ja auch schon getroffen. Der Ball kommt rein. Robben! Keine schwierige Aufgabe. Der Abschluss war schlicht und ergreifend zu schwach. Bayer. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Kovalev. Lewandowski jetzt am Ball. Jetzt wird's gefährlich. Pass von Robben. Und da ist der Ball wieder weg. Ungefährlicher Ball und den hält er natürlich. Bayer. Finn Bogason. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Alex Hunter. Da haben Sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Guter Pass. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Lewandowski. Oh, den müssen Sie jetzt abhaken. Ja, kein guter Kopfball, harmlos. Da muss der Trainer nun an sein Team denken. Er nimmt den vorbelasteten Spieler runter, damit sie nicht auch noch in Unterzahl spielen müssen. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Alexander jetzt. Coman. Coman! Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Da geht er dazwischen. Bayer. Kuh. Stafelidis. Da trennt er ihn fair vom Ball. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Vidal. Klasse Aktion, Ball ist weg. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ballverlust. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und das war's. Das Spiel ist beendet. Und das war's. Sie gewinnen diese Partie und dürften zufrieden sein. Auf jeden Fall, Wolf. Ordentliche Leistung, verdienter Sieg. Weiter geht's.